Geschafft! Anfängerfehler sind einfach nicht mein Ding. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht vergeben. Bitte rufen Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal an oder wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Die Nummer, die Suzanne angerufen hat, ist nicht vergeben? Ein Krankenhaus? Doch eine verdammt gute Ermittlerin. Der Entführer positionierte eine Leiter unter dem Fenster zu Daisys Zimmer. Dann gesellte er sich zur Party, getarnt als ein weiterer Gast in der Menge. Irgendwie weiß er, wann Suzanne das Zimmer verlässt und schleicht sich dann nach oben. Er öffnet Daisys Fenster, trägt sie die Leiter hinunter und verschwindet. Ich sollte sehen, ob die Armstrongs bestätigen können, was Suzanne mir erzählt hat. Ich habe mit Suzanne gesprochen. Sie hat mit ihrer Mutter telefoniert. Deshalb haben sie auch nicht gesehen, als sie nach Daisy geschaut haben. Ja, ihre Mutter. Ich habe Anfang der Woche versucht, die arme Frau anzurufen. Aber das Krankenhaus sagte, dass sie seit mehr als 2 Monaten im künstlichen Koma liegt. Suzanne hat mir erzählt, sie habe ihre Mutter angerufen. Dabei wusste sie genau, dass ihre Mutter im Koma liegt. Ihr Märchen wurde zu einem Albtraum. Wie geht es Ihnen, trotz der Situation? Wissen Sie, beim Militär wird von einem erwartet, dass man keine Emotionen zeigt. Der Wüstenkrieg hat mich das früh genug gelehrt. Aber diese Situation ist schwierig. So unglaublich schwierig. Es ist natürlich umso schwerer für meine liebe Frau. Wissen Sie, wo ich Miss Moreau finden kann? Ihr Zimmer ist oben gegenüber von Daisys Zimmer. Sie verlässt es nur selten. Haben Sie Miss Moreau während der Party gesehen? Ich erinnere mich, sie einmal gesehen zu haben, aber sonst nicht. Ich war zu sehr mit meinen Gästen beschäftigt. Immerzu am Lächeln, immerzu am Händeschütteln. Miss Moreau sagte mir, dass sie ihre Mutter angerufen habe. Nun, warum auch nicht? Ich glaube, sie stehen sich sehr nah. Und der armen Frau geht es gar nicht gut. Sie braucht eine experimentelle Behandlung, die in Frankreich noch nicht verfügbar ist. Es wird nicht lange dauern. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Die Nummer, die Sie in dieser Nacht angerufen haben,
ist nicht mehr vergeben. Ich verstehe das nicht. Das ist die Nummer, die mir das Krankenhaus gegeben hat, um das Zimmer meiner Mutter anzurufen. Sie haben mir gesagt, dass Sie mit Ihrer Mutter telefoniert haben, als Daisy entführt wurde. Wie schon gesagt, ich habe nicht auf die Zeit geachtet und war länger am Telefon, als ich ursprünglich gesagt habe. Aber da meine Mutter sehr krank ist, musste sie ihre Heimatstadt Lyon verlassen, weil die Behandlung in Frankreich noch nicht zugelassen ist. Sie liegt für eine Spezialbehandlung in einem Bostoner Krankenhaus. Ich rufe sie jede Nacht an, um mich nach ihr zu erkundigen. Als ich zurückkam, war Daisy weg. Das werde ich mir nie verzeihen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Mutter angerufen haben? Ja. Jede Nacht, seit sie im Dezember eingeliefert wurde. Suzanne, ich glaube, Daisy liegt Ihnen wirklich sehr am Herzen. Wenn dem wirklich so ist, sagen Sie mir die Wahrheit. Sie können doch nicht Ihre Mutter angerufen haben, während sie im Koma lag. Meine Mutter ist wirklich in einem Krankenhaus in Boston. Sie liegt wirklich im Koma. Ich habe sie nicht angerufen. Ich habe mit meinem Freund Noah telefoniert. Warum lügen Sie deswegen? Warum die Panik? Weil er verschwunden ist. Ich habe seit der Nacht der Entführung nichts mehr von ihm gehört. Ich fürchte, dass er irgendwas mit Daisys Verschwinden zu tun hat. Dass er mich noch irgendwie benutzt hat. Aber ich schwöre, ich habe mit ihm gesprochen. Ja, für ungefähr 30 Minuten in dieser Nacht. Also kann er Daisy nicht zur gleichen Zeit entführt haben, als wir uns unterhalten haben. Aber er hätte sie beschäftigen können, damit jemand anderes Daisy entführen kann. Ja, Sie verstehen, warum ich gelogen habe, oder? Ich hatte befürchtet, sie würde mich verdächtigen, etwas damit zu tun zu haben. Das können Sie doch verstehen, oder? Suzanne, ich möchte Ihnen ja glauben. Aber Sie haben es schwieriger gemacht, Daisy zu finden. Ist Ihnen das bewusst? Oh mon Dieu. Was habe ich nur getan? Das Wichtigste ist nicht, was Sie getan haben, sondern was Sie jetzt tun. Gehen Sie. Ich komme später wieder, um mit Ihnen zu sprechen. Schluss mit den Lügen, Suzanne. Für Daisy. Keine Lügen mehr. Noah. Der Name könnte uns zu Daisy führen. Ich bin jetzt an diesem Fall dran. Ob mein Captain es will oder nicht. Ein verschlossenes Tagebuch? Mal sehen, ob ich seine Geheimnisse enthüllen kann. Ein verschlossenes Tagebuch? Eine Karte vom Floristen. Sie ist mit dem Buchstaben N unterschrieben. Ein Eiffelturm-Schlüsselanhänger. Aber kein Schlüssel. Eine kleine Schmuckschatulle. Der Größe nach für Ohrringe. Warum sollte man einen Schlüssel in einem Schmuckkästchen platzieren? Ich nehme an, dass Suzanne in den letzten Wochen eine Menge Taschentücher verbraucht hat.
Was ist in der Vitrine? Ah, was für eine Überraschung. Gläser. Das funktioniert nicht. 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 Okay, Suzanne. Sehen wir mal, was Sie mir noch nicht erzählt haben. Ich kann verstehen, warum Suzanne mir nicht alles über diesen Noah erzählt hat. Als er verschwand, war ihr klar, dass etwas nicht stimmte. Diese Blumen müssen wunderschön gewesen sein. Wer hat sie Ihnen geschenkt? Der Gärtner. Sie sind schon ziemlich verwelkt, aber ich kann sie einfach nicht wegwerfen. Erzählen Sie mir von Ihrem Freund. Sind Sie schon lange zusammen? Von meinem Freund? Warum? Er hat nichts mit der Sache zu tun. Bitte, Suzanne. Je eher Sie meine Frage beantworten, desto eher sind wir fertig. Sein Name ist Noah Geriti. Ich habe ihn auf einer Party zum chinesischen Neujahr in Great Barrington kennengelernt. Er ist ein freundlicher und fürsorglicher Mensch, obwohl... Nun, ich vermisse ihn. Er musste geschäftlich verreisen. Er sollte bald wieder da sein. Thank you.
Beileid und Unterstützung für die Familie Armstrong in dieser schweren Zeit. Aufmerksam bringt das Mädchen aber leider auch nicht zurück. So ein liebes Kind. Wissen Sie irgendwas über den Freund von Miss Moreau? Ihr Freund? Ich weiß, dass sie eine Zeit lang jemanden gedatet hat. Vor kurzem sah ich einen Mann in einem Geländewagen, der sie an ihren freien Abenden abholte. Er stieg nicht aus seinem Auto aus, sondern wartete einfach auf sie. In den letzten Wochen schien sie mehr Zeit als sonst am Telefon zu verbringen, aber sie hat hart gearbeitet. Wir wollten ihr die freie Zeit, die sie hatte, nicht missgönnen. Seit der Entführung hat sie sich ziemlich zurückgezogen. Es wird nicht lange dauern. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Diese Reifenspuren könnten vom Geländewagen von Suzannes Freund stammen. Ausgezeichnet. Die Gerechtigkeit siegt einmal mehr. In der Nacht der Entführung wurden außerhalb des Gartens die Reifenspuren eines Geländewagens gefunden. Noah fährt einen, nicht wahr? Wo ist er, Suzanne? Wenn Sie mehr über ihn wissen, müssen Sie es mir sagen. Ich weiß, was Sie denken, aber das ist unmöglich. Er war sehr nett zu mir. Er hat nie etwas getan, was mich misstrauisch gemacht hätte. Wir sind essen und ins Kino gegangen, wie ein normales Paar eben. Er ist nicht der einzige Mann in den Bergen von Berkshire, der diese Art von Auto fährt. Auf deinem Ausweis steht Ermittlerin. Beweise, dass sie lügt. Ist Ihnen von Noahs Verschwinden wirklich nichts Seltsames an ihm aufgefallen? Er konnte manchmal launisch sein, als ob ihn viel beschäftigt. In Ihrem Tagebuch schreiben Sie, dass Noah Sie am Valentinstag zu einer Hütte in den Bergen mitgenommen hat. Sie haben mein Tagebuch gelesen? Es tut mir leid, aber wir müssen Daisy finden. Das wollen wir beide, also ja, ich habe in Ihr Tagebuch geschaut. Sie haben recht. Wir sind zu einer Hütte im Wald gefahren. Ich habe auf ihn im Auto gewartet. Nach ein paar Minuten kam er wieder raus. Er war sehr süß und entschuldigte sich, aber er erklärte nichts. Wir sind dann zurück zum Restaurant gefahren, um Nachtisch zu essen. Sind Sie jemals mit zur Hütte zurückgegangen? Nein, nie. Was hat Noah also dazu gebracht, den ganzen Weg zu einer Hütte mitten im Nirgendwo zu fahren? Er hat sie im Auto warten lassen. Warum war er dort? Das ist wichtig, ich weiß es. Ich kann Suzannes Wegbeschreibung zur Hütte verwenden und sie mit der Karte in der Gegend vergleichen, die ich in meinem Auto habe. Dank der Informationen, die Suzanne mir gegeben hat, sollte ich die Hütte auf dieser Karte finden können.
wahrscheinlich nicht hier. Das kann nicht der richtige Ort sein. Das passt nicht mit der Beschreibung zusammen. Wahrscheinlich nicht hier. Das kann nicht der richtige Ort sein. Das passt nicht mit der Beschreibung zusammen. Wahrscheinlich nicht hier. Das kann nicht der richtige Ort sein. Nicht mit der Beschreibung zusammen. Wahrscheinlich nicht hier. Das kann nicht der richtige Ort sein. Das passt nicht mit der Beschreibung zusammen. Das kann nicht der richtige. Das passt nicht mit der Beschreibung zusammen. Wahrscheinlich nicht hier. Hier! Die Hütte muss hier sein. Ich muss diese Hütte finden. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Okay, hier ist die berühmte Hütte. Möge die Ermittlung beginnen. Das Fass ist stabil genug. Ich könnte draufklettern. Das ist Daisys Plüschtier. Wenn Fluffy hier ist, war der Entführer auch hier. Ich muss in diese Hütte kommen. Leere Weinflaschen. Jemand war vor nicht allzu langer Zeit hier. Der Kid, eine alte, schimmlige Jagdtrophäe. Eine Spaltaxt für Feuerholz. Perfekt für den Angriff auf Türen. Der Besen ist nicht stabil genug, um die Tür aufzubrechen. Na, sieh mal einer an. Eine aufgebrochene Tür. Ich brauche also keinen Durchsuchungsbefehl. Hier wurde etwas gespielt.
Der Boden ist in diesem Bereich zerkratzt und abgenutzt. Das Sofa muss schon oft bewegt worden sein. Verdammt, eine Sprengfalle! Wenn ich mich bewege, geht sie hoch. Aber der Countdown zeigt, dass sie so oder so explodieren wird. Genügen. Wow, ich frage mich, wie knapp das wirklich war. Das wäre das Ende meiner Ermittlungen gewesen. Diese Stäbe führen zu Kanistern. Das muss der Auslöser für die Explosion sein. Ich nehme einen intensiven, süßen Geruch wahr. Verdammt! Ich glaube, die sind bis zum Rand mit Diethylether gefüllt. Extrem entflammbar. Es sieht so aus, als wollten die Entführer diesen Ort und denjenigen, der diese Luke öffnen würde, ausradieren. Eine Holzkiste? Ich muss sie öffnen. Oh nein. Daisy. Nein. Ich meldete meine Entdeckung der Leiche. Dann blieb nichts weiter zu tun, als den Tatort für die Spurensicherung zu bewachen. Das Team der Spurensicherung traf eine Stunde später ein, sperrte die Hütte mit Absperrband ab und machte sich an die Arbeit. Sie suchten nach physischen Beweisen, Fingerabdrücken, DNA, führten Tests auf Flüssigkeiten durch und sicherten alles, was forensisch von Bedeutung wäre. Sie haben Daisys Leiche abtransportiert. Die Autopsie sollte am Morgen stattfinden. Aber ich musste noch einen Stopp einlegen. In dieser Nacht schwor ich, das Monster zu finden, das dieses Kind getötet hatte. Ratchet, im Zug. Hast du mich gesehen? Wie? Oh, Daisy.
Sie war wach? Dann wurde sie wieder ohnmächtig. Ich übernehme die Verantwortung. Sie war schwächer, als ich dachte. Oh. Bleiben Sie ruhig liegen, während ich Sie untersuche. Pupillen geweitet. Mir geht's gut. Ihnen geht es alles andere als gut. Sie sind stark sediert worden. Ihr Puls ist sehr schwach. Ich muss meine Geschichte beenden. Ratchet darf nicht wieder entkommen. Darf nicht entkommen. Keine Sorge, Mademoiselle. Ratchet kann nicht mehr entkommen. Wir müssen ihrer Geschichte hören. Diese Frau braucht Ruhe. Ich lasse sie wissen, wenn sie sich genug erholt hat, um weiterzumachen. Aber ich warne Sie. Es wird einige Zeit dauern. Ich verstehe, Doktor. Ich danke Ihnen. Ich habe meine vorläufige Untersuchung des Verstorbenen abgeschlossen. Ich denke, das wird Sie interessieren. Das wird es in der Tat. Und ich habe noch weitere Zeugen zu befragen. Sie haben recht. Wir sollten diese arme Frau nicht in Gefahr bringen. Wenn sie sich erholt hat, wird sie genug Zeit haben, um ihre Geschichte zu beenden. Nun, berichten Sie mir die Ergebnisse Ihrer Untersuchung. Das ist die richtige Antwort. Konnten Sie den Zeitpunkt des Todes herausfinden? Die Leichenstarre war fortgeschritten, aber nicht vollständig. Ich schätze, dass der Tod zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens eingetreten ist. Das stimmt mit den Zeugenaussagen überein, die ich bisher gesammelt habe. Wie lautet die Todesursache? Mehrere Stichwunden im oberen Torso. Seltsamerweise gibt es keine Anzeichen für einen Kampf. Das könnte darauf hinweisen, dass bereits eine der ersten Wunden tödlich war. Es scheint, als hätte Monsieur Ratchet in der Nacht Schlaftabletten genommen. Ah, das würde das Fehlen von Anzeichen eines Kampfes erklären. Monsieur McQueen und Mastermann haben mir gesagt, dass Monsieur Ratchet nicht raucht. Können Sie dies bestätigen? Das kann ich ohne eine ausführlichere Autopsie nicht sagen. Was können Sie mir über die Stichwunden erzählen? Ich habe insgesamt 12 gezählt. 1 oder 2 sind so leicht, dass sie praktisch Kratzer sind. Andererseits sind mindestens 3 davon so schwer, dass sie für den Tod verantwortlich sein könnten. Der Winkel der Wunden ist aufschlussreich. Die meisten scheinen durch einen Rechtshänder erfolgt zu sein. Aber sehen Sie sich diese hier an. Unter der rechten Achselhöhle. Es ist keine tödliche Wunde, wenn man die Tiefe bedenkt. Aber sie stammt unmöglich von einem Rechtshänder. Hier kam mit ziemlicher Sicherheit die linke Hand zum Einsatz. Unser Mörder ist also Linkshänder. Nein, es ist schwieriger als das, nicht wahr? Ganz genau, Monsieur Poirot. Einige dieser anderen Stichwunden sind ebenso offensichtlich rechtshändig. Haben wir einen ersten und zweiten Mörder, wie der große Shakespeare es ausdrücken würde? Der erste Mörder ersticht sein Opfer und verlässt den Raum nach links, wobei er das Licht ausschaltet. Dann taucht ein zweiter Mörder in der Dunkelheit auf, sieht nicht, dass jemand ihm oder ihr zuvorgekommen ist und ersticht eine Leiche? Wunderbar. Glauben Sie das wirklich? Das freut mich. Für mich klingt das alles nach Unsinn. Vielen Dank, Doktor. Ausgezeichnete Arbeit unter schwierigen Umständen. Bitte lassen Sie mich wissen, wann ich wieder mit Mademoiselle Locke sprechen kann. Natürlich. Selbst ein Raucher könnte dies unschuldigerweise ablehnen. Ui, das ist sicherlich ein guter Anfang.
Buck raucht nicht. Selbst wenn er es täte, bezweifle ich, dass er sich daran erinnern würde. Ja, ich persönlich habe einige Passagiere rauchen sehen. Ich muss mich nur erinnern, welche es waren. No, das ist bestenfalls ein schwacher Anhaltspunkt. Ich habe noch wichtigere Verhöre zu führen. Ja, man würde mir wahrscheinlich die Namen der Raucher geben. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Thank you.